Für Nietzsche geht es nicht darum, für den Priester, wie gut er ist, sondern es geht für den Priester nur darum, dass er besser ist als andere. Und irgendwann hat das dazu geführt, dass der Priester nicht mehr an seiner Verbesserung gearbeitet hat, sondern sich nur noch mit der Verschlechterung der anderen beschäftigt hat. Und in diesem Sinn kann man sagen, der Priester predigt Wein und trinkt selber Wasser, damit er sich moralisch überlegen fühlen kann. Und der Priester predigt den Menschen also alles Böse, sie sollen alles Schlechte tun, denn umso schlimmer sich das Volk, die einfachen Menschen verhalten, umso schlimmer darf sich auch der Priester benehmen, um sich immer noch moralisch überlegen fühlen zu können und zu dürfen. Der Priester sagt, solange die anderen sich schlecht genug benehmen, kann ich auch mir alles herausnehmen. Ich muss halt nur ein Stückchen moralischer sein als die anderen. Das kritisiert Nietzsche. Nietzsche träumt vom Übermenschen, der wieder aufhört, sich zu vergleichen und versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Egal, wie gut die anderen sind, der sich trotzdem dann noch verbessert, wenn er die anderen schon längst überholt hat. Der sich trotzdem immer noch weiter verbessert. Und manchmal, wenn man heute den Fernseher anschaltet, dann hat man das Gefühl, unsere Gesellschaft ist von dieser Priestermoral durchdrungen oder es scheint erlaubt und erwünscht zu sein, dieser Priestermoral anzuhängen. Und das Fernsehen hilft uns dabei, schlechte Vorbilder zu finden, an denen wir uns dann orientieren können und über die wir uns stellen können, damit wir uns wie der Priester moralisch überlegen fühlen können. Nehmen wir zum Beispiel diese ganzen Scripted Reality Stories, wo dann wirklich abgrundtief gesunkene Menschen im Fernsehen gezeigt werden und man denkt, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Oder aber man denkt, wie der Priester, juhu, die sind ja viel schlimmer als ich. So schlimm bin ich gar nicht. Und ja, in der Politik ist das auch immer so, da wird dann gezeigt auf die großen Diktatoren, jetzt ganz aktuell Putin, ach, Menschenrechte in Deutschland und Demokratie in Deutschland, wir haben ein ungültiges Wahlrecht, ist auf einmal alles nicht mehr so schlimm. Wir können ja nach Russland gucken, wie dort mit der Opposition umgegangen wird, mit diesen drei Sängerinnen, dann sind wir auf einmal aufgewertet und müssen uns gar nicht mehr so darum kümmern, dass unser Wahlrecht verfassungswidrig ist. Wen interessiert das denn noch? Wir sind besser als Russland.